Technik ist auch einfach nur übernommen. Einfach abgebaut, nachgebaut. Bis auf das hier, das ist eben dieses System. Weil oft eben sich bei diesem Eingang Durchgang sich die Spinnen schon gepaart haben, sage ich mal, also gesammelt, und deswegen ist hier unten ein kleiner Pisten und der fährt aus und der schlägt sie einmal, dann fallen sie runter und kommen dann quasi wieder nach. Und das da ist auch irgendwas und ich kenne mich da nicht aus. Also wie gesagt, eigentlich alles nachgebaut, Hauptsache es hat funktioniert, habe ich mir gedacht. Und ihr seht, es funktioniert eigentlich auch. Haben wir hier noch drin? Ja, auch ein bisschen scheiße, hier müssten noch wertvolle Sachen drin sein, genau. Das da rein, das da rein. Brauchen wir nicht. Und hier habe ich auch wieder einen kleinen Minecraft-Stapel gebaut. Versteh sich. Und ja, das ist eigentlich die Farm. Hier sind auch noch ein paar Kisten eben mit. Ja, ein paar Sachen, die übrig geblieben sind. Cobblestones, hauptsächlich. Und das war's eigentlich von diese Farm. Wie gesagt, ziemlich lange Fahrt für so ein bisschen Info. Aber ja, kann ich leider auch nichts dran ändern. Ist nun mal so, dass es weiter weg ist. Ich habe eigentlich versucht, so nah wie möglich eins zu finden, aber das war das erste, was ich gefunden habe, und dann halt gleich Spawner. Weil mir gedacht, ach wurscht, schnappst du die, baust den Tunnel, fahrst du her, x levelst du hoch. Damals ja bis Level 50. Und das hat eigentlich schon immer, also Level 50 hochleveln mit Spinnen. Puh. Ich hatte ja, ganz am Anfang war ja eben der Skelett-Spawner da. Und da habe ich ja als erstes die XP-Farm gebaut. Hat das so lange gedauert, ich glaube locker. Ja. Eine Stunde? Stunde 20 oder so? Bis ich Level 50 war. Ich habe mir immer Two and a Half Men folgen. Also ich bin ja am AFK gegangen. Haben mir eine Two and a Half Men-Folge reingezogen, bin wiedergekommen. Dann hat es so krass geleckt, weil eben so viele Leute da waren. Also, Skelette halt. Dann habe ich die alle getötet. Vor allem, es war noch auf meinem alten PC, der hatte gerade 2 GB Arbeitsspeicher. Mein neuer hat 8, glaube ich. Recht völlig. Ich weiß, es gibt mit Sicherheit, kommen jetzt wieder irgendwelche Kommentare. Meiner hat aber 16. Ja, toll, frech. Könnte ich nämlich auch noch erweitern, wenn ich es bräuchte. Vergeigt. Ja. Und dann bin ich eben wiedergekommen, hab die gecrashed, Instant Damage Potion drauf und dann. Nee, da gab es noch keine Potions, oder ich wusste es nicht, wie es geht. Auf alle Fälle musste ich. Ja genau, ich habe die immer mit der Hand getötet und die hatten irgendwie so einen bescheuerten Schadenslevel. Ich musste die immer mit entweder 2 Hits oder ich habe mir dann immer Steinschwerter gemacht. Weil ich meine, Stein hat man endlich, aber die haben dann immer so schnell, waren die dann immer kaputt. Habe ich dafür immer eine ganze Kiste immer vorgelegt und immer zack, 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 zack draufgehauen. Und ja, das hat Ewigkeiten gedauert. Dann eben die Spinnenfarm. Da ging es dann schon wesentlich schneller. Ich sag, hier schaffe ich es mit einer Two and a Half Men Folge, dass ich hier auf Level 50 kam oder so. Und dann natürlich der Blaze Spawner. Das ist eigentlich die effektivste, die ich habe. Halt, halt, halt. Falsche Richtung. Und jetzt hier quasi um, genau. Quasi die effektivste, die ich habe eigentlich. Und ja, das schaffe ich so in 10 Minuten, Viertelstunde. Level 50. Level 30 ist ja jetzt wieder was anderes. Da kommt er jetzt schneller hin, braucht weniger. Und ja, wie es da ist, weiß ich ja noch nicht, weil so lange spiele ich ja noch nicht auf dieser Welt jetzt in 1.3. Nämlich noch gar nicht. Heute das erste Mal. Und das mit euch. Und ja, jetzt haben wir eigentlich nur noch ein Abteil, das wir abfahren müssen, sage ich mal. Und ich glaube nicht, dass wir nochmal zurückkommen, weil diese Minecraft-Tunnelfahrt, die jetzt kommt, ist die längste, die ich jemals gebaut habe. Also, ich glaube, ich habe damals, wo ich das erste Mal dieses Video gezeigt habe und dazu hingefahren bin, ach nee, nee, wir müssen ja dann nochmal, wir müssen nochmal zurückfahren, stimmt. Oder soll ich es jetzt gleich hier zeigen? Nee, das machen wir beim Zurückfahren. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nochmal das Minecraft kaputt machen. Also, weil ich weiß, habe ich nämlich in die Richtung, was ihr das schon gelegt habt, die Schienen. Das müssten wir eigentlich gleich sehen, weil ich habe nämlich dann nochmal eine Erzfärbung wieder gebaut. Zu wieder einem anderen Teil. Da werden wir eben zum Schluss hinfahren. Und dort werde ich dann die Aufnahme auch beenden wahrscheinlich. Ich muss immerhin noch die ganzen Folgen eigentlich bearbeiten. Ich glaube, ich habe aber keinen Bock, heute alle zu bearbeiten. Ich glaube, ich arbeite einfach nur eine. 15 Minuten.
Genau. Ups, ja, schmeißen alles weg. Genau, falsch rum. Hier fahren wir eben auch später noch hin. Hier ist eine Dingsens aus, okay. Aber wir müssen erst noch hier weiterfahren. Denn ich möchte euch wahrscheinlich alles zeigen, eigentlich. Und, jetzt wollte ich irgendwas sagen. Ah ja, genau. Beim ersten Mal, wo ich da hingefahren bin, ich glaube, da habe ich sogar Speed, also das Video im Schnellerlauf durchlaufen lassen, wie nennt man das? Timelapse, ja, irgendwie so. Und ich glaube 333%. Das war irgendwie so meine berühmte Zahl. Ich habe alles in 333% durchgelassen. Alles Mögliche, was irgendwie mit Speed zu tun hatte, waren 333% von maximal 999, glaube ich, was mein Programm hergibt. Ja, man kann es natürlich dann nochmal und nochmal und nochmal 999% machen, aber irgendwann bringt es auch nicht mehr. Und ich selbst bei 333% war es immer noch, ich glaube, 4 Minuten, 3 Minuten. Ich habe, glaube ich, so als Hintergrundtitel von Albert habe ich das Beatboxing mit Mario als Hintergrund genommen. Das dauert ja auch über 2 Minuten, das Lied. Und ich meine, der Tunnel geht Ewigkeiten geradeaus. Wenn wir dann mal an die Kurve kommen, dann dauert es nicht mehr so lang. Dann sind wir eigentlich gleich da. Aber, oh, das hat sich gerade nach Lava angehört. Ist eigentlich nicht gut, wenn da Holz irgendwie ist und dann Lava in der Nähe. Sollte man normal vermeiden, aber ich bin hier eh nicht auf Diamantenlevel gegangen. Was mich im Nachhinein eigentlich auch nicht besonders stört, weil es ist über keine Ahnung wie lang her, wo ich das gebaut habe. Wie ihr gesehen habt, Diamanten habe ich genug. Oh, wir sind schon da. Ist ja Wahnsinn. Geht ja doch richtig flott hier. Und da vorne sind wir eh schon wieder da. Das heißt, das bedeutet für mich wieder aufrechte Sitzposition einnehmen. So. Ja, wieder Aufzug. Welcher Aufzug? Hat gar nichts mit dem Aufzug zu tun. Aber wenn wir schon mal da sind, hier gleich. Wer sich fragt, hier geht irgendwo was auf, glaube ich. Genau. Unter Wasser durch. Und dieser Sandblock, den gibt's seit 9 Monaten, 10 Monaten, das ist ein unendlich Sandblock, habe ich mir gecheatet gehabt und den habe ich da hingeworfen oder aus Versehen oder so. Und der liegt da, aber jetzt ist er weg, okay. Das sind auch so Maps, ich weiß nicht, ob ich die öffnen kann, weil gab es manchmal so Schwierigkeiten. Hey, da brennt sogar noch was. Naja, hier drüben sind's fleißig. Jetzt habe ich ihn nochmal. Ich glaube, wegwerfen kann ich ihn auch nicht. Ah, doch, geht sogar. Genau. Das ist nur von Minecraft-Tunnel halt wieder Überreste. Und jetzt wollte ich hier sagen, diese Rolltreppe stammt auch von Tim, Minecraft-Experten.de. Die hat er entwickelt. Er hat mittlerweile auch noch eine Automatik, ein Wasserkanal für zwei Richtungen, aber mit Pistons und Druckplatten. Und ich meine, so oft wie ich hier bin, war, wie auch immer, hat sich das auf alle Fälle nicht gelohnt und insgesamt eigentlich auch nicht. Hier ist noch eine Landkarte, wie ich zu meinem Haus komme, denn dafür habe ich extra noch so gar geplant gehabt, dass man mit dem Boot fahren muss. Das war so beabsichtigt, weil es nämlich sogar eine kleine Boot-Docking-Station hat. Und ich weiß aber noch, wo mein Haus ist. Ja. Trotz so lange Zeit nicht mehr auf dieser Welt gespielt zu haben, weiß ich, wo es lang geht. Ist auch total schwer. Du fährst einfach geradeaus und dann siehst du es eh schon. So, gleich müsste es auftauchen. Da kommt sie schon. Und rechts müsste gleich nochmal was auftauchen. Genau, ein weiteres Pixelart von mir. Passt auch schon rein. Und das Haus, finde ich, sieht da eigentlich relativ geil aus. Ist ja auch meins. Und schauen wir mal, ob das funktioniert. Schaut aber schon mal scheiße aus wegen den Türen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich da nicht reinkommen. Ah, doch. Es ist extra ein bisschen länger offen, aber ich glaube, ich schaff's sogar noch. Hat extra so eine Verzögerung drin. Und wenn ich hier auch einsteige, verzögert sich's wieder neu. Und so lange bleibt es offen und dann halt nach einer Zeit geht's wieder zu. Hier geht's auch nochmal auf. Hier wusste ich leider nicht, wie ich die Pisten verstecken sollte. Hier ist quasi das gleiche nochmal. Zwei
Stationen quasi. Genau. Und das ist der Eingang. Auf der einen Seite Lava, Stein, auf der anderen Seite links Wasser, Holz. Und es ist einfach nur so... Ja, das ist ziemlich tricky, dass es nicht brennt, ich weiß. Einfach nur Bett, Ofen. Ja, da ist 16 Kohle drin. Einfach nur halt, ich, wie gesagt, ich bin hierher gegangen, Ewigkeiten weg, hab ein Haus gebaut. Sonst sieht es aus wie Schwämme. Total komisch. Und ja, habe ich hier das Ding gebaut. Normalerweise müssten da sogar noch zwei Hunde oben sitzen, kann es sein. Ich habe hier meinen Balkon. Ah nee, ich glaube, den habe ich hier hergeholt. Ja, genau, hier ist er. Und trotzdem müssten da noch zwei oben hocken. Genau, die habe ich mit dem Minecart von da, von der Aussichtsstation, habe ich die da hochgefahren. Ey, das war auch cool. Auch ein Act. So eine kleine Plateau gebaut, extra für die. Damit die ja da Platz haben. Und damit sie nicht runterfahren können. Jetzt machen sie über meinen Pilz. Aber ich finde ihn auch ganz lustig. Und dann habe ich mir gedacht, baust du ganz weit weg, total intelligent, einfach nochmal ein Höllenportal. Das automatisch geht. Tut's nicht mehr. Es ging noch nie automatisch. Aus ging's mal. Aber es geht jetzt glaube ich auch nicht mehr. Ah doch, ausgehen wird. Aber auch nicht gerade effizient. Deswegen habe ich hier zufälligerweise ein bisschen gecheatetes Feuer. Das keine Ahnung, wie das da irgendwie hinkommt. Auch nochmal. Hinter dem Klausturm befindet sich ein bisschen Technik, die nicht funktioniert. Wie gesagt. Ja. Müsste man neu anfangen und von neu beginnen, das zu konzipieren quasi. Naja. Ich brauch's ja, wie gesagt, eigentlich eh nicht. Und wenn, dann will ich mich schon mal drum kümmern. Möchte man meinen, gell? So. Dann gehen wir rein. Und dann kommen wir ganz, 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 ganz weit woanders raus. Ja, total weit. Zumindest das war... Damals wusste ich noch nicht, wie Höllenportale funktionieren. Ich habe einfach gedacht, ja gut, baust du nochmal eins und kommst woanders raus. Stimmt auch. Indirekt. Ich komme woanders raus. Und zwar... Hier. Das wahrscheinlich auch wieder kaputt sein wird. Und zwar mitten irgendwo in der Luft. Das Blöde ist... Wenn du hier ungefähr zu Fuß 2 Minuten gehst, bist du beim anderen Höllenportal. Denn das hier ist Schneeregion und da hinten ist ungefähr auch Schneeregion aus. Und da bist du beim anderen Höllenportal. War ein bisschen fail, aber naja. Trotzdem fand ich es ganz lustig. Hier kannst du dann runter. Und dann bist du hier drauf. Ich glaube, das sind auch Druckplatten. Genau, da muss man halt relativ schnell einsteigen. Dann fährt es halt runter. Und dann ist man automatisch hier in dem Kanal. Und dann kommt man hier unten an. Auch mit ein paar Anlegstationen. Braucht natürlich kein Schwein so viel. Hey, wir sind sogar auf der richtigen Seite ausgestiegen. Und keine Ahnung, was hier noch drin ist. Ja, Steine und Erde, wen wundert's? Nix, oder? Ah, Sand. Sand und Sandstein. Und hier ist einfach nur so ein wildes Haus. Denn hier habe ich ja, Diamantenfarm gemacht. Ich glaube, ich habe hier sogar ein paar gefunden. Die habe ich dann auch, glaube ich, sogar vor Ort mit Videobeweis ausgebaut. Ach nee, die sind noch hier! Haha, wie geil! Silk Touch oder gleich Fortune? Ach, probieren wir erstmal die Silk Touch. Gut. Da sind die noch hier. Ah, cool. Hätte ich nicht gedacht. Da sind nicht mal Steine drin. Was ist da los gewesen mit mir, ey? Fetten Respektpunkt eigentlich verdient hier. Diamanten stehen gelassen und keine Steine da gelassen. Wahrscheinlich war ich krank oder so. Oder jemand anders hat gespielt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ach ja. So, es ist schon wieder Nacht. Das ist ja mal geil. So. Pennen gehen. Und wisst ihr, was mir eigentlich auffällt?
kommt bei mir gar kein Sound an. Aber vorher war doch Sound. Interessant. Woran es liegt, keine Ahnung. Aber eigentlich ist es mir jetzt momentan auch egal. Denn ich werde jetzt, ob ihr es glaubt oder nicht, verkünden, dass wir fertig sind. Ja, das war's. Wir haben wir nicht mehr zu zeigen. Ach ja, gut. Das Rauffahren noch, aber... Das ist eigentlich ganz simpel. Hinten reingefahren, fährst hoch mit dem Boot und dann bist oben. Wahrscheinlich geht es eh nicht mehr, weil Wasseraufzug wieder im Arsch ist, aber... Das wollen wir jetzt mal nicht hier ausprobieren. Ich habe jetzt hier eigentlich nur noch Bock, kurz die Diamanten mit unserer Fortune 3 Spitzhacke abzubauen. Und schauen wir mal, wie viele aus 6 werden. Wir bekommen auf alle Fälle einiges an XP. Und wir haben 28. Eine deutliche Wertsteigerung, würde ich sagen. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Also die ganzen Videoteile, ich glaube, das ist jetzt eine Woche oder so. Wie lange es auch immer dieses Spezial lief eigentlich. Ah, hier sind Steine, cool. Aber wie gesagt, aus einem Video, ich glaube, das sind jetzt locker 2,5 Stunden oder so, was ich jetzt aufgenommen habe. Und für eine Woche reichen mir 1,75 Stunden. Und von dem her hoffe ich, war es nicht zu langweilig für euch und ihr konntet mal wieder die neuen Abonnenten sehen, was ich damals so alles gebaut habe. Und ja, wie gesagt, ob ich es weiterspielen werde, weiß ich noch nicht. Oder ob ich es komplett aufgeben werde, weiß ich auch noch nicht. Ja, wenn ich es aufgeben werde, werde ich auf alle Fälle die Welt zum Download bereitstellen. Das glaube ich ziemlich sicher. Aber wenn ich es halt aufgebe, dann hat das halt auch einen Grund. Meistens wahrscheinlich, normalerweise sollte man meinen, dass sie halt kaputt sind, so viele Sachen. Und dann werdet ihr wahrscheinlich auch nicht mehr so viel davon haben. Aber ja, schauen wir und dann sehen wir's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gehe jetzt kurz noch die eine Folge rendern. Und dann erstmal pennen. Morgen wieder fleißig hier arbeiten gehen kann. Jo. Dann wünsche ich euch noch eine gute Nacht oder was auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Hutengrips Game sagt Servus. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.